Mein Name ist Ralf Dieter, ich bin Vorstandsvorsitzender der Dürr AG und stolz darauf, in diesem Unternehmen mit so vielen engagierten Mitarbeitern die Zukunft gestalten zu können. Dürr, das Unternehmen ist Weltmarktführer für Lackieranlagen. Kaum ein Auto, das nicht mit Systemen von Dürr lackiert ist. Hier geht es letztendlich darum, wie kann ich mit möglichst wenig Farbe dieses Auto in einer definierten Qualität lackieren. Letztendlich braucht der Kunde da am wenigsten Farbe. Er verliert am wenigsten Farbe beim Farbwechsel, weil die werden ja nicht 100 weiße lackiert, sondern da kommt ein weißes, schwarzes, rotes, graues. Das hört sich einfach an, ist aber sehr, sehr komplex. Und da sind wir diejenigen, die das am besten können. 1895 gründet Paul Dürr das Unternehmen als Bauflaschnerei. Erst in den Wirtschaftswunderjahren entwickelt sich Dürr zu einem weltweit führenden Anlagenbauer. Man war dann auch schon tätig für die Automobilindustrie, die damals im Gegensatz zu heute keine kompletten Lackieranlagen gekauft hat, sondern sich praktisch selber ihre Anlagen zusammengebaut hat. Auf diesem Wege hat man dann immer mehr auch Wissen über Lackieranlagen erworben. Die große Wende kam 1964, als VW zum ersten Mal Dürr eine komplette Lackiererei in Brasilien auch noch als Auftrag gegeben hat. Und man muss wissen, damals war dieser Auftrag doppelt so groß wie der Jahresumsatz des Unternehmens. Heute ist Lackieren Hightech. Und Dürr mit seinem Tochterunternehmen HOMAG auch in der Holzverarbeitung ein Wegbereiter für die Industrie 4.0. Immer bereit für Neues. Wir machen schon seit Jahren Smart Products, Produkte, die durch entsprechende Software und Sensorik intelligenter sind wie nur reine Mechanik. Die Digitalisierung hat bei uns schon früh eingesetzt, weil wir sind sehr neugierig, haben uns also früh auch schon mit Themen beschäftigt wie virtuelle Inbetriebnahme, also wo man Anlagen im Prinzip schon komplett in Betrieb nimmt, also sprich softwareseitig, steuerungsseitig, ohne dass sie überhaupt existieren in Hardware. Erfolge, die vor allem auch von den Mitarbeitern getragen werden. Eine große Eigenschaft von uns ist zum Beispiel, unsere Abwicklungskompetenz gilt als absoluter Benchmark. Sind wir auch sehr stolz drauf. Eine hohe Motivation, auch in schwierigen Zeiten, ist maßgeblich für den Erfolg der Dürr AG. Genauso wie der richtige Partner. Die Banken waren im Jahre 2005 sehr, sehr nervös, beziehungsweise unser Bankenkonsortium. Da war ja auch die LBBW mit dabei. Da gab es sehr viele Gespräche mit den Banken, die aber durch die LBBW auch im Wesentlichen moderiert wurden. Gespräche, die sehr schwierig waren und unangenehm, die aber letztendlich dann gut überstanden wurde, weil man Vertrauen hatte in den Plan, den wir damals ausgearbeitet haben für die Gesundung des Unternehmens. Ein erfolgreicher Weg, der entscheidend von Ralf Dieter geprägt wurde. Seit 13 Jahren steht er an der Spitze der Dürr AG. Alles, was ich hier tue, ist vor dem Hintergrund zu sehen, als ob es mein Unternehmen wäre. Und so sehen auch viele Mitarbeiter das hier, fühlen das als ihr Unternehmen. Und ich glaube, wenn man das im Kopf hat, dann trifft man auch die richtigen Entscheidungen, weil sie auch von der nötigen Verantwortung, die dahinter steht, geprägt sind. Bereit für Neues.